Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportbuzzle, zu einer neuen Folge Abpfiff, der Sportbuzzle Talk, präsentiert von Vodafone Markus Brandt hier in den Räumen der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam. Heute begrüßen wir bei uns Markus Wolf, Trainer vom Kreisoberligisten VfB Trebbin. Markus, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Freut mich, vielen Dank. Und an unserer Seite noch Knut Güldemeister, Co-Moderator und Chef vom Sportbuzzle. Dann gucken wir mal, was am Wochenende in Trebbin los war. Ja, Markus, Wochenende in Trebbin, Spiel extra auf Samstag vorgezogen, weil, glaube ich, am Abend auch noch die Weihnachtsfeier anstand. Ergebnis am Ende 1-2 verloren gegen MSV Zossen. Stimmung am Ende nicht ganz so gut gewesen, wie man es sich vielleicht vorstellt? Ja, die Stimmung war am Boden, nicht nur durch die Niederlage, natürlich auch durch den Todesfall unseres langjährigen Mitgliedes und guten Seele Raimund Engelhardt. Das Wochenende natürlich verhagelt in der Richtung. Also es gibt natürlich Wichtigeres als in dem Moment der Fußball. Aber wenn wir zum Fußball zurückkommen wollen, die Niederlage war komplett verdient. Okay. Ja, wir hatten nie ein Spiel gefunden. Die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit haben wir Fußball gespielt, konnten viele, viele Chancen herausarbeiten. Aber wenn du über 90 Minuten im Spitze spielst, noch 15 Minuten hast, wo du Fußball spielst, 3-4 Dinge, die du erarbeitest, ist das eigentlich zu wenig. Ja? Also zu pomadisch gewirkt. Man muss sagen, der Gegner aggressiv, gallisch, ja? Immer früh angelaufen, uns das Leben schwer gemacht. Mhm. Und von der Seite her klipp und klar verdient der Sieg von Zossen. Okay, gesehen seid ihr auch, glaube ich, schon gleich nach 3 Minuten in Rückstand geraten. Ist natürlich auch alles andere als optimaler Auftakt, wenn man sich so ein Spiel dann ja, absolut richtig gestalten will. Situation, 20 Meter vorm Tor, kreuzen sich zwei Spieler, war eigentlich von der Sache her gar nichts. Schiedsrichter hat es anders gesehen. Sehr stark getretener Freistoß von James Chesney, ja, über die Mauer hinweg in die kurze Ecke, nichts zu halten. Also war halt damals da schon eine Situation, wo du natürlich dein Konzept ein bisschen über den Haufen schmeißen musst und versuchen, ja, frühzeitig heranzukommen, etwas zu tun. Wie gesagt, wir haben es dann auch gemacht, sind dann besser ins Spiel gekommen ab der 30. Minute, waren dann spielbestimmend und wollten eigentlich aus der Halbzeit genauso rauskommen. Aber da muss ich sagen, dann, ja, haben meine Jungs nur noch das Hemd über den Platz getragen. Ja, und konnten da am Schluss froh sein, dass wir ein sehr guter Torhüter haben in André Wendt, der uns da 1-3, 1-4, vielleicht sogar ein 1-5 verhindert hat. Das muss man wirklich so zugeben. Okay. Kurz vor Weihnachten, Segen noch, du hast noch Geschenke für uns. Ja, natürlich. Wir haben nicht nur am Samstag Geschenke verteilt, ja, sondern auch habe ich was mitgebracht. Wunderbar. In Wimpel. Sehr vorbildlich. Letzten Studiogäste haben sie mal ein bisschen schleifen lassen. Nochmal schönen Gruß an Jonas Schmidt und Aaron Eichhorn. So gehört sie es eigentlich. Ja. Ein Schal vom VfB. Gehen wir mal gleich einmal schön vorne hin. Vielen Dank dafür. Ja, bitte. Ansonsten vielleicht nochmal auf die Gesamtsituation bei Trebbin und zu deiner Person. Du bist jetzt im zweiten Jahr in Trebbin-Trainer, warst vorher 4 Jahre beim MTV Wünsdorf im Amt, davor beim Rohlsdorfer ABC. Genau. Zweite Saison in Trebbin, aktuell auf Tabellenplatz 2 in der Kreisoberliga. Wir haben mal geguckt, sehr eng vorne, Blankenfelde 2 mit 1 Punkt Vorsprung vor euch, Jüterbock, Miersdorf, Zeuthen, also Verfolgertrio. Wie ist die Zielstellung in Trebbin? Aufstieg auf die Fahnen geschrieben oder geht man da nicht ganz so offensiv ran? Naja, sagen wir mal so, man hat eine gute Mannschaft und wenn man so eine Mannschaft hat wie wir, versucht man natürlich das vorherige Ergebnis wieder zu wiederholen. Zweiter Platz ist da angesagt, Minimum. Wenn man dann vorn steht, möchte man auch am Ende ganz oben stehen, ja, und die Situation nutze. Trebbin wieder dorthin zu bringen, wo sie mal war. Die waren jetzt über 20 Jahre hinweg in der Landesklasse unterwegs gewesen, ja. Haben teilweise am Tor. Angeklopft Richtung Landesliga. Richtung Landesliga, richtig. Es ist so ein bisschen in Trebbin, ja, das sind so, ich sag mal, die Unaufsteigbaren, ja. Zweimal im Landesklasse, Landesliga verpasst, letztes Jahr knapp verpasst, gegen Übermacht aus Großziden. Dieses Jahr ist die Liga meiner Begriffen nach weitaus ausgeglichene, ja, 4, 5, 6 Mannschaften, da kann jeder jeden schlagen, die jetzt hinten dran sind, spielen alle gute Fußball, sind sehr gut besetzt und es ist immer wieder bei solchen Spielen auch Tagesform, die entscheidet und die anderen Mannschaften, Miersdorf 2,
natürlich mit 4-5 Spielern bestückt, die letztes Jahr noch Verbandsliga gespielt haben. Ist auch in der Richtung sehr erfahren. Gestern habe ich mir Blankenfelder angeguckt, bei dem 2-3-1-Sieg, Entschuldigung, gegen Großbären. Ist ja eine Verpflichtung. Nächste Woche spielen wir gegen Großbären. Mhm. Dann mal zu gucken, was da so geht. Wie gesagt, gute Mannschaft, auch eine gute Liga überhaupt. Ja, also wird auch Fußball gespielt, muss man schon sagen. Und nicht so wie in Oberhavel-Warnim, oder? Nein, habe ich jetzt natürlich nicht gesagt. Aber in Dame Fleming. So, schöne Sendung gewesen. Ja, nein, man muss sagen, also jetzt fängt es nur an in Landesklasse oder Landesliga Fußball. Also es gibt auch Mannschaften, die für mich fußballerisch sehr, sehr gut sind und nicht nur gedroschen wird, ja, sondern auch gerade die Berliner Mannschaften oder Rand-Berliner Mannschaften, wie Wassmannsdorf für mich in Mannschaft, das war die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Die jetzt auch erst als Aufsteiger mit dabei sind, glaube ich, zwei Jahre hintereinander aufgestiegen. Ja, genau. Sehr gut Ball spielen, sehr schnell spielen und da wird man in der Rückrunde noch ein bisschen was erwarten können von denen. So sehe ich das, ja. Ja, ansonsten müssen wir natürlich versuchen, in der Winterpause noch ein, zwei Spiele nachzulegen. Weihnachtsgeschenke. Ja. Bitte? Weihnachtsgeschenke, ja, wir müssen uns selbst beschenken. Die Mannschaft, den Kader ein bisschen verbreitern, die Leistungsdichte versuchen zu verbessern. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Alles klar. Viel Erfolg erstmal bei dem Weg, dass es so weitergeht. Ein Punkt, der mir bei deinem Namen sofort kam, weiß noch ganz am Anfang von der Sportbuzzer-Geschichte, so Ende 2013, Anfang 2014, ja, gab es da mal so einen Vorfall, wo du noch Trainer beim MTV Wünsdorf war, wo es auf einmal hieß, betrunkener Schiedsrichter, kommt am Ende beim Spiel ein bisschen durcheinander. Ich glaube damals SV Sieten gegen deine Truppe vom MTV Wünsdorf, ja, wo du dem Schiedsrichter und auch dem Schiedsrichterassistenten 1 ja, unterstellt hast oder es so wahrgenommen hast auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall nicht ganz nüchtern beim Spiel waren und das dann am Ende auch zum Spielabbruch geführt hat. Richtig. Schon ein paar Jahre her, aber... Schon ein paar Jahre her. Stehen nach wie vor dazu, dass das so war. Das ganze Spiel schon dementsprechend komische Entscheidungen getroffen. Bis zur 84. Minute, bis dann diese Situation passiert, dass er unser Florian Miegel, Nummer 14, die zweite gelbe Karte angeblich zeigt. Ja, und dabei war es die Nummer 14 von Sieden, die da das irgendwo in der ersten Halbzeit bekommen hat. Also er hat ein wenig Durchblick gehabt. Linienrichter Nummer 1 war auch noch mit sehr, sehr roten Augen unterwegs. Und ich stehe halt dazu, wenn ich was sage, dann muss ich dafür auch einstehen. Ja, das gab dann halt damals groß Tohuwa Bohu. Und im Nachgang habe ich mich zumindest bei Linienrichter Nummer 1 entschuldigt. Ja, er hat da ein bisschen Probleme gekriegt, auch ja, privat. Mit dem Job oder im Job und so. Das auch noch, was damals ein Thema war. Genau. Also heute nochmal auf dem Weg an alle Beteiligten. Entschuldigung für die Situation. Wobei, wie gesagt, meine Wahrnehmung war das damals. Alles klar. Gut, dann ja, auf jeden Fall großes Ereignis gewesen. Gucken wir mal, was am Wochenende auf den Fußballplätzen los war, ob es da vielleicht auch zu solchen Kuriositäten kam. Hoffen wir natürlich eigentlich nicht. Im Fußballkreis Havelland musste der Teltow RV am Wochenende der Landesklasse West eine überraschend deutliche Pleite hinnehmen. Beim SV Union Europin verlor die Truppe von Trainer Ingo Hecht an seinem 48. Geburtstag. An dieser Stelle nochmal, Inge, alles Gute nachträglich. Die besten Wünsche, bleib vor allem gesund. Mit 4:0 verloren, große Personalprobleme beim TFV, vorher wohl schon 11 Absagen, am Samstagvormittag dann noch kurzfristig Julius Fenchel nicht beim Treffpunkt gewesen, auch absoluter Leistungsträger in den letzten Wochen. Und zu allem Überfluss wurde Ingo Hecht dann am Ende noch hinter die Barriere verwiesen vom Schiedsrichter Dennis Lange, mit dessen Leistung sich der TFV auch nicht wirklich zufrieden zeigte, aber auch ganz klar sagte, dass die Niederlage absolut in Ordnung ging und nichts mit der Schiedsrichterleistung zu tun hatte. In der Landesklasse Nord gerät Aufsteiger SV Adlershof 2 immer mehr in Abstiegsbedulje. Beim Aufstiegsaspiranten SV Grün-Weiß Ahrensfelde setzte es für die Lila-Weißen eine klare 0:10 Klatsche. Allerdings sind die Adlershofer nach wie vor mit großen personellen Problemen behaftet. Auch im Spiel in Ahrensfelde musste Trainer Stefan Manzel wieder über 90 Minuten ran. Wie die Situation momentan in Adlershof ist und was er zu der Klatsche sagt, hören wir jetzt selbst von ihm. Natürlich ist die Niederlage in dieser Höhe für uns sehr bitter. Ja, muss man dazu auch offen zugeben. Aber in unserer Personalsituation, wo 9 Spieler gefehlt haben, davon wären 8 Spieler definitiv in der Stammelf gewesen,
Dadurch mussten der Trainer und der Betreuer spielen und ein Altherrentorhüter. Ja, und die Situation, die wir jetzt haben, ist sehr dramatisch. Aber wir gehen jetzt in die Winterpause und in der Rückrunde werden diese Spieler auch wieder da sein. Und ich bin mir sicher, dass wir da die nötigen Punkte holen. Das Spiel jetzt gegen Arnsfelde ist nicht der Maßstab. Und alle können sich sicher sein, dass der SV A2 auch wieder zurückkommt. Im letzten Heimspiel von Robert Pocernic als Trainer vom SC Eintracht Mirsdorf Zeuthen unterlag sein Team zu Hause gegen seinen Ex-Club von Oranienburger FC Eintracht am Ende deutlich mit 1:5. Obwohl die Mirsdorfer früh durch Jan Wolter mit 1:0 in Führung gingen, standen sie am Ende wieder mit leeren Händen da und befinden sich weiter im unteren Tabellendrittel der Brandenburg-Liga. Robert Pocernic, der ja als Co-Trainer zum FC Hertha 03 Zehlendorf in die Oberliga wechseln wird, und sein ehemaliger Trainer Hans Oertwig erzählen uns jetzt noch kurz, wie sie das Spiel am Wochenende gesehen haben. Das Heimspiel vorbei, leider mit einer Niederlage endet. Wie siehst du die Leistung deiner Jungs gegen den alten Verein Oranienburg? Ich glaube, 30 Minuten war es sehr gut. Ich glaube, Oranienburg ist noch nicht wirklich, wie gegen geschieht. Führen noch von ihnen 1:0, machen noch ein klares 2:0. Ja, was war da los mit der Szene 2:0? Ja, 2:0. Da köpft an die Latte mein Spieler. Der Ball ist lang unterwegs. Von hinten läuft der zweite Spieler rein. Den Abprallball köpft er rein. 2 Meter hinter einem Kopfballschützen gestartet. Das kann kein Abseits sein. Aber wie gesagt, wenn du da so einen Landesklasse-Linienrichter da an der Seite hast, der hebt wahrscheinlich in dem Moment, wo er den Ball berührt. Und klar, dann sieht es am 2:0 anders aus. Und dann kommen sie natürlich zurück, 5 Minuten vor der Halbzeit, wo wir eigentlich eine Ecke schenken. Wo wir dachten, wir haben Abstoß und der Spieler läuft nicht ehrlich zum Ball und klärt den Ball nicht. Und so bringst du den Gegner wieder rein. Und ich glaube, wie Oranienburg heute gesehen hat, mit einer ganz bescheidenen Leistung, da haben wir. Wer so diese Spieler gewinnt, so klar, der steigt auch am Ende auf. Nach dem 0-1-Rückstand zurück ins Spiel gefunden. Wie sehen Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Besonders in der zweiten Halbzeit haben Sie ja Mirsdorf überrannt, förmlich. Wir haben in der ersten Phase des Spiels, und ein Spiel ist ja in mehreren Phasen eingeteilt, haben wir große Probleme gehabt. Ich möchte jetzt nicht das Alibi benutzen und auch nicht die Ausrede, dass wir letzte Woche einen Spielausfall hatten. Aber man hat es deutlich gemerkt, ne, dass der Rhythmus einfach zerstört worden ist. Ne? Denn wir hatten 4-mal vorher gewonnen mit einem sagenhaften Torverhältnis von 16:4 und 12 Punkte von 12 möglichen. Und Mirsdorf Zeuthen hat dort nicht unverdient das 0:1 gemacht, ne, aus ihrer Sicht, und hatten dann nochmal die Möglichkeit, 2:0. Das zweite Tor. Wo der Assistent? Wo der Assistent dann die Fahne hebt, Abseitsstellung, und ich weiß nicht, ob es abseits war. Ne? Aus meiner Perspektive, ich stehe da diagonal, ich kann es nicht bestätigen. Ne? Aber trotzdem hat der Mirsdorf dann nochmal 2 weitere Möglichkeiten gehabt, und da hätten sie die 2:0 machen müssen. Man hätte dort in der Phase eigentlich merken müssen, dass OFC an diesem Tag in der ersten Phase nicht so stark ist, und da hätte man nochmal nachjucken müssen. Ne? Aber dann haben wir uns gefangen, und sicherlich glücklich machen wir dann das 1:1. Ne? Und dann muss ich natürlich dazu aber auch sagen, der Torhüter Wittmann hält 3 Bälle überragend, dann Mitte der ersten Halbzeit, wo meine Mannschaft schon den Ausgleichstreffer erzielen hätte können, und dann gehen wir nicht unverdient 2:1 in die Pause, und zweite Halbzeit muss ich einfach meiner Mannschaft ein Kompliment ausdrücken, dass wir gleich nach der Pause das dritte Tor gemacht haben durch ein überragendes Tor von Guski, und haben dann hochverdient eigentlich dieses Spiel auch in der Höhe, finde ich, 5:1 gewonnen, weil meine Mannschaft auch im körperlichen Bereich ganz stark war. In der Kreisoberliga feierte der SV Garz Hoppenrade einen deutlichen 11:0 Kantersieg bei der SG Gumtog Löwen. Dabei avancierte Stürmer Christian Tschech zum Mann des Tages. Gleich 5 Treffer gelang dem Stürmer. Dabei ein lupenreiner Hattrick bereits in der ersten Halbzeit. Die Gastgeber allerdings auch schon ab der 24. Minute in Unterzahl anhand eines Platzverweises. Garz Hoppenrade verbessert sich mit diesem klaren Auswärtssieg auf Platz 4. Gumtog Löwen bleibt dagegen schlusslicht. In der Frauenbundesliga war die 5-wöchige Spielpause für den ersten FFC Turbine Potsdam am Wochenende endlich vorbei. Aufgrund von DFB-Pokal, Nationalmannschaften, U20-WM haben die Frauen von Matthias Rudolph so lange Pause gehabt. Sich am Wochenende mit einem wahren Paukenschlag zurückgemeldet. Beim Spitzenreiter FC Bayern München setzte man sich mit 2:1 durch. Sicherte sich damit die Tabellenführung. Johanna Elsig kurz nach der Pause per Kopf zum 1:0 und ein Eigentor der Münchnerinnen zum 2:0 sorgten da schnell für klare Verhältnisse. Elsig war dann nochmal erfolgreich, allerdings auf der falschen Seite. Mit einem Eigentor machte sie es nochmal spannend, traf zum 1:2 aus Sicht der Turbinen, die es aber schafften, das Ergebnis bis zum Ende so durchzuziehen. Mit 2:1 gewannen, jetzt mit 24 Punkten an der Tabellenspitze liegen.
Weiter geht es für die Turbinen bereits am Mittwochabend, wenn man um 18 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion Bayern 04 Leverkusen empfängt. Dann zum Abschluss gehen wir noch eine Runde kickern. Markus, du freust dich, hast du gesagt. Ich freue mich ohne Ende. Ich freue mich dieses Mal auch, weil ich die Verantwortung dieses Mal an Kollegen Knut Güldemeister weitergebe. Musste ja am Wochenende seit über 2 Jahren mich mal wieder ins Tor führen bei Loxe dienen. Bei meinem katastrophalen körperlichen Zustand tut mir natürlich alles weh. Schönen Dank nochmal an meine Jungs, dass ihr mich mit durchgezogen habt, es trotzdem für 3 Punkte gereicht hat. 2 Koryphäen unter sich. Genau. Und die dritte als Schiedsrichter. Dann viel Erfolg. Und da ist es auch. Glückwunsch. Markus, Dankeschön. Glückwunsch zum Sieg. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Weiterhin viel Erfolg mit dem VfB Trebin. Vielen Dank, ich habe zu danken. Ja, und dann, weiterhin viel Erfolg. Euch, liebe Sportbuzzer-User, weiterhin eine schöne Woche, eine schöne Adventszeit und am letzten Spieltag der Hinrunde am kommenden Wochenende maximale Erfolge. Bis dahin.